Aber es gibt halt keine so Katastrophenmomente, wo es irgendwie heißt, Triebwerk brennt, der Pilot ist ohnmächtig. Was wir jetzt im Cockpit brauchen, ist so ein Haudegen, der irgendwas mit Medien macht. So, es gibt keine, weiß nicht, es gibt keine brennenden Häuser, wo sich die nackte Renate rauslehnt und einen Welpen in die Luft hält und es brennt, holt die Mediengestalter. Ja. Dann denke ich manchmal so, aber irgendwann kommt mein Heldenmoment, irgendwann kommt der so. Dann schaltet ihr vielleicht abends so die RBB-Abendschau ein. Und dann seht ihr da so einen bibbernden Bernd am See mit so Goldfolie. Der wird interviewt und sagt, ja, ich bin raus auf den zugefrorenen See. Dann bin ich durchs Eis durchgebrochen. Aber zum Glück war da am Ufer so ein Coworking-Space. Da hatten die gerade so ein Networking-Event. Dann so eine Mannschaft rübergeschlittert und haben mir Ladekabel zugeworfen. Einer hat mich rausgezogen mit seiner Laptop-Tasche. Ich bewundere den irgendwas mit Medienman. Er ist ein Held.